Die Eishockey-WM 2019 hat begonnen. Am Samstag geht es im slowakischen Košice auch für die deutsche Mannschaft los. Der erste Gegner heißt Großbritannien. Eishockey-WM, Deutschland, Großbritannien ab 16:00 Uhr live im TV und Stream bei Sport1. Deutschland vor Pflichtsieg, klare Zielsetzung gegen die Männer von der Insel ist Deutschland klarer Favorit. Der einzige Olympiasieger von 1936 nimmt erstmals seit 25 Jahren wieder an einer Weltmeisterschaft teil. In den britischen Zeitungen dominieren in diesen Tagen die Schlagzeilen von den heroischen Europacup-Abenden im Fußball. Eishockey findet, wenn überhaupt, als kleine Randnotiz statt. Doch die Briten wollen auch im Eishockey für ein Wunder sorgen. Doch in den ersten beiden Spielen gegen Großbritannien und Dänemark, Eishockey-WM, Dänemark-Deutschland, so. Ab 16:00 Uhr live im TV bei Sport1 müssen für Deutschland zwei Siege her, um die Weichen für den Einzug ins Viertelfinale zu stellen. Bildergalerie Eishockey-WM 2019, Favoriten im Check mit Russland, Schweden, Deutschland 17 Bilder. Das Viertelfinale ist das klar ausgegebene Ziel des DEB-Teams. Mit der Qualifikation für die letzten 8 würde man sich das sichere Ticket für die Olympischen Spiele 2022 in Peking sichern. Für den Superstar des deutschen Teams, Leon Dreiseitel, ist Olympia ein Traum. Natürlich wollen wir das jetzt klar machen. Olympia will jeder Sportler einmal miterleben. Jetzt aktuelle Eishockey-Fanartikel kaufen, hier geht's zum Shop. Anzeige: Die Silbersensation von Pyeongchang hatte der NHL-Star verpasst, weil er keine Freigabe von seinem amerikanischen Club erhielt. Der zweite große Hoffnungsträger Dominik Kahan fordert für die ersten beiden Spiele volle Konzentration, wir müssen gleich Vollgas geben. Das sind die Gegner, die man schlagen muss. Söderholm warnt vor zu viel Euphorie. Deb-Trainer Toni Söderholm mahnte vor zu ambitionierten Zielen. Wenn ich sage, wir wollen das Halbfinale oder das Finale erreichen und wir verlieren Spiel 1, dann denken alle, jetzt ist es vorbei. Lasst uns nur kurzfristige Ziele setzen, damit wir unsere Richtung halten und am Ende schauen, was rauskommt. Die Erwartungen sind nach dem tollen Olympia-Auftritt gestiegen, damit muss nun auch Söderholm umgehen. Bildergalerie Eishockey-WM 2019, der Kader von Deutschland 28 Bilder mit dem 18-jährigen Talent Moritz Seider, Mannheim und der Nicht-Nominierung der Top-Goalies Danny aus den Birken, München und Dennis Endres, Mannheim, sorgte Söderholm bei der Kader-Nominierung für Aufsehen. NHL-Keeper Philipp Grubauer, der von den Colorado Avalanche anreist, wird bei den ersten beiden WM-Spielen fehlen. Im dritten Spiel gegen Frankreich wird Grubauer aber aller Voraussicht nach einsatzbereit sein. So können Sie Deutschland, Großbritannien live verfolgen. TV, Sport1 Stream, sport1.de und YouTube, dk, sport1.de und Sport1 App. Let's Block, it's why.